Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Einfach Musik machen. Heute mal wieder eine ganz klassische Folge, mal wieder ein Klassiker. Und zwar mit DJ Sidi und Philipp. Herzlich willkommen. Moin, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal wieder dabei zu sein. Ja. Servus, Freunde. Schön, hier wieder zu sein. Alle Jahre mal wieder. Ne? Alle Jahre mal wieder, ja gut. Ja. Ich habe ja ein bisschen YouTube-Pause gehabt, also deswegen ist es halt... war ich ein bisschen erstmal sehr beschäftigt in der Corona-Zeit. Philipp, du warst wahrscheinlich auch gut beschäftigt. Ja, genau. Ich habe viel gearbeitet im Moment und dann, jetzt fängt die Uni wieder an. Was ging so bei euch so musiktechnisch ab? Also ich habe auch extra mit euch nicht drüber gesprochen, weil ich dachte, ich heb mir das alles für einen Podcast auf. Was ist bei euch jetzt so in den letzten, ja man kann ja schon jetzt wirklich sagen, Monaten, so passiert? Was ist losgegangen? Ich habe gesehen, bei Philipp auf dem Instagram-Account immer ab und zu gesehen, wenn ein neuer Song rauskam etc. Was ist so bei euch passiert? Was ging so bei euch ab? Also du wirst mir sagen, bei Philipp schaust du bei Instagram, aber bei DJ Sidi nicht, oder was? Da bin ich natürlich auch treuster Abonnent. Ja. Ja, Philipp, kannst du ja anfangen. Ne? Alles gut. Ja, also ich habe viel Beats gemacht in den letzten Monaten. Aha. Genau, also wie gesagt, auf Instagram hast du ja immer mal wieder so ein paar Ausschnitte gehört, wahrscheinlich. Genau. Also eigentlich größtenteils nur Beats gemacht in die letzten Monate. Bist du damit zufrieden? Also gab es irgendwie Sachen, die du abschicken konntest, die gut liefen? Oder? Ja, ich hatte so ein paar Wochen einen richtig guten Workflow. Okay. Dann mal wieder so ein, zwei Wochen weniger. Das ist immer so bei mir ein Auf und Ab irgendwie. Also mal läuft es echt Bombe und dann manchmal sitze ich da ewig dran, habe aber keine großen Ideen irgendwie. Mhm. Genau, aber das muss auch mal sein. Dann dazu, kann man halt dazu übrigens für die Leute nochmal, falls ihr dazu Tipps haben wollt, wie man neue Ideen bekommen kann, das haben wir sicherlich mal in einem Podcast besprochen von vor einigen Monaten, da hatten wir mal genau dieses Thema, ich glaube Beatblock war unser Thema, wie man quasi auf neue Ideen kommt etc. Auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Sidi, was war so bei dir los? Von dir habe ich ja wirklich noch weniger mitbekommen. Also ich meine auf YouTube sowieso nicht, auch wenn ich da immer noch nachgeschaut habe. Was ist bei dir so alles passiert? Ihr wisst schon, letztes Mal, wo wir ein bisschen gesprochen haben, ich habe euch gesagt, ich mache jetzt Hofer und so, ne? Also meine Sound-Ingenieurin und so weiter und so fort. Das habe ich auch bestanden, alles schon erledigt, ne? Und ich bin momentan sehr und viel unterwegs mit Mix Mastering, im Bereich Tunesien. Ich weiß, Tunesien, es ist nicht Indonesien, ist Tunesien, ist Nordafrika, das ist mein Heimatland. Genau. Ich habe auch viel produziert, was mein Bruder angeht. Also wir haben viele Songs aufgenommen und so weiter und so fort. Also es sind auch ein paar Songs, die auch schon released. Es sind auch viele andere, die noch nicht. Also vor allen Dingen in dem Drill-Bereich. Mhm. Wir haben letztes Jahr, wir sind Gold gegangen mit unserem Song Hamdullah Sava. Also Hamdullah Sava heißt auf Deutsch so, mir geht's gut, danke, so nach dem Motto. Ah, okay. Und seitdem ist die Arbeit richtig krass, also in dem Bereich Tunesien, also in meinem Heimatland, werden viele Leute, die schicken mir einfach nur deren Songs, ich muss Mix Mastering, die kaufen Beats, also mein Geschäft quasi hat sich dort sehr gut etabliert, sag ich mal so. Ach krass, sehr cool. Ich habe natürlich das Ganze... weil ja in Tunesien ist, quasi muss ich mich dann halt anders anmelden und so weiter und so fort. Ein bisschen mit den ganzen, den ganzen Sachen, was man ja machen muss. Ne? Weil du weißt ja, wenn ich in Deutschland bin und mein Geschäft in meinem Heimatland, muss ich trotzdem anmelden, dafür auch Steuer bezahlen. Also es gibt so viele Sachen, die ich auch abgeklärt habe, so halt, ne? Mhm. Mein Studio habe ich komplett saniert, habe ich neu gemacht. Also ich glaube, ich habe euch letzten Sommer ein Foto geschickt. Genau, in die Gruppe, glaube ich. Also waren ein paar Fotos in der Gruppe so. Da war ich quasi mit meiner Familie im Urlaub und in der Zeit waren Handwerker da im Haus und haben quasi, also ihr müsst ja, also mein Studio ist ja ein Hauptstudio und der ist einfach nur hier bei mir im Haus halt, ne? So, viel gearbeitet mit Ablitone. Ihr kennt Ablitone von meinen Livestreams, also mein Kollege. Auch viel Songs, auch Jingles für Radios auch und so weiter und so fort. Der
junge Mann habe ich für ihn auch viel Mix Mastering gemacht. Also der hat viele Jingles verkauft. Und stimmt, da hast du ja gesagt, irgendwie, dass er dir quasi die Aufträge sozusagen vermittelt und du sie dann ausführst und dann irgendwie wieder zurückgibst, ne? Genau, so. Du sagtest gerade irgendwie auch noch, jetzt so, wenn ich es mal wiedergebe, irgendwie so, du bist mit dem einen Track, seid ihr Gold gegangen. Was, in welchem Rahmen? Was heißt das jetzt? Ja, also was heißt, also im Rahmen, wie viel mal in Radio wird, also in Tunesien ist es ja nicht so wie in Deutschland oder wie in Europa, ist es ein bisschen anders. Also wie viel mal im Radio wird dieses Song gespielt, ja? Okay. YouTube spielt gar keine Rolle. Also in dem Bereich Tunesien, es ist ja halt mehr Radio und Fernsehen, quasi Fernsehen oder im Radio, was wie viel mal da die quasi gespielt wird. Okay. Ja. Okay. Die Leute in Tunesien, klar, manche haben Spotify, ja, manche nicht, weil Spotify ja kostpflichtig, ne? Also ich meine, viele haben kostenlose Versionen, trotzdem können die dann halt mit Werbung einfach den Song hören und so weiter, ne? Ja, und da kamen natürlich auch viel gute Sachen dabei. Und wir haben natürlich erkannt, quasi der Sound, der richtig gut läuft jetzt, ist dieser Drill-Sound. Ja, also wir haben jetzt mindestens 5 Songs noch aufgenommen, die noch nicht raus sind, auch auf Drill basiert, ne? Ja, und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also wir haben natürlich auch letzten Sommer ein paar Aufträge gehabt, so quasi auch, dass er live irgendwie geht und so weiter in Tunesien, aber dann Corona kam und da war alles ein bisschen durcheinander. Also das war für uns einfach nur so, ich will nicht sagen, Schlag im Gesicht, weil das betrifft nicht nur uns, das betrifft auch viele Künstler, auch viele berühmtere Künstler, sagen wir so. Aber das war halt so eine Haken, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen einfach nach vorne schauen und weitergehen. Das ist der Grund, warum ich bei YouTube so ein bisschen zurückgegangen bin, weil ich die Zeit dafür nicht habe. Ich weiß es nicht, meine letzten Video, wo ich mal YouTube hochgeladen habe, ich habe auch so extra gesagt, ich habe viele Arbeit und ich möchte nicht so, während ich Arbeit für andere Leute erledige, quasi das aufnehmen und beim YouTube hochladen. So. Also das macht man halt nicht. Ne? Philipp, bist du eigentlich auch noch in irgendwelchen, so wie sie dir jetzt gerade bei sich gesagt hat, in irgendwelche Aufträge, sage ich mal, direkt verwickelt, dass du irgendwie sagst, weiß ich, du machst so eine, ich sag mal, eine typische klassische Dienstleistung im Sinne von, ja, bei mir kostet, weiß ich, ein Beat so und so viel und den produziere ich dann, oder machst du halt immer nur so spezifisch für einzelne Künstler? Wie machst du das? Ja, also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand auf Instagram oder was schreibt, dass er ein Beat braucht oder was, dann schicke ich halt so das ungenutzte Zeug eigentlich immer rüber. Genau, ich habe jetzt auch so in den letzten Monaten immer mal wieder für eine Firma bei uns aus der Umgebung so Background Music für so Werbevideos gemacht. Ah, okay. Für die Webseite von denen. Sehr krass. Genau, das ist auch, also so Hintergrundmusik und auch so Jingle-mäßig war das auch. Genau. Da arbeitet halt ein Kollege von mir und der hat halt gesagt, yo, ich habe da einen Kumpel, der produziert, und dann bin ich halt so an diese Firma gekommen. Ach, verrückt. Ist eigentlich ganz nice, ja. Auch mal eine andere Erfahrung, oder? Also so von der Arbeitsweise. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das war schon... Ja, das Geilste ist, wenn du so typisch Hip-Hopper bist, ich meine, ich bin ja seit 23 Jahren DJ und ich lege hauptsächlich so viel Hip-Hop und Black Music und so weiter. Und wenn du als Soundingenieur stehst und einer, der so eine Rock-Nummer hat und du musst den Mix mastern, dann halt, das ist halt so, ich weiß nicht, ich meine, ich feiere schon jede Art von Musik, aber es ist anders, wenn du jetzt so ein Drill-Beat quasi Mix Mastering machst oder wenn du jetzt zum Beispiel einen Pop-Song oder so, das ist wirklich eine unterschiedliche Heranweise zum Arbeiten drin, also der Kick muss anders anhören. Ja. Das Leveling, das ist einfach nur, jeder Genre hat seine eigenen quasi, wie soll ich das erklären, so eigenes Stil, was Mixen und Mastering so halt.
also Mastering ist es ja überall, dasselbe als halt als Mixing halt, ne? Ja, ja. Ja, gerade wenn es so, so große Unterschiede gibt, also ich denke mal so in dem Spektrum, wo Philipp, soweit ich das nur so mitbekomme, kannst du mich ja gerne mal korrigieren, soweit ich das mitbekomme, bist du ja so ungefähr immer im selben Spektrum, so soundmäßig grob, ganz, ganz grob unterwegs, also deswegen, ja, ich glaube, ja, da kennt man dann schon oder entwickelt man so ein Gefühl dafür, aber wenn du jetzt auf einmal, sagen wir, vielleicht Dubstep machen würdest, was jetzt mal ein ganz hartes Beispiel wäre, so dann wäre das wahrscheinlich auch erstmal mixing-technisch vielleicht sogar überfordernd, ne? Also wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Ja, es ist viel Distortion drin, viel Saturation und so weiter, ja, das stimmt schon. Ja, Philipp, was wolltest du noch sagen? Was hast du gemacht, der FL Flo? Wollte ich auch gerade fragen. So, das genau, ist, was hast du denn gemacht? Weil wir haben uns wirklich lange nicht mehr gehört und gesehen so. Ach ja. Übrigens, aber ich habe deine Videos, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich habe aber deine Videos auch nachverfolgt. Also wenn du mal neue Video hochgeladen hast, habe ich mir auch angeschaut. Also das ist wahr. Ja. Ich war schon nicht 100% abwesend, was YouTube angeht, aber du warst stolzer Konsument. Schaut man's auf jeden Fall noch. Ja, genau. Ja. Sehr krass. Nee, ich habe tatsächlich ein bisschen mein YouTube-Content so allmählich ein bisschen verändert, weil ich gemerkt habe, dass ich so ein bisschen mehr von meine Zielgruppe sich ein bisschen weiterentwickelt und ich dachte, das wäre mal ganz cool, so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal fortgeschrittene Sachen zu machen, also kennt ja wahrscheinlich meine Sachen, ich habe wirklich unzählige, darauf kann ich immer noch verweisen, irgendwie, wenn jemand was nicht weiß, Einsteiger-Tutorials. Und ich muss auch rückblickend sagen, das war irgendwie ein cooles Repertoire, so, ne? Also man konnte damit immer sagen, ja hier, guck mir das an, schau mal das an. Und jetzt halt solche mal so Sachen ausprobieren wie, ja, eigenen Gitarrenloop bauen oder Drums, Hip-Hop-Drums ganz spezifisch abmischen oder wie man halt halt so wirklich speziellere Sachen macht, wo ich mal dachte, halt so, wie erstellt man eigentlich eigene Chord-Progressions, dass sie noch ein bisschen komplexer sind und so. Ich denke, das ist das, was so meine Zielgruppe gerade so ein bisschen mitnimmt und ich merke auch jedes Mal, wenn ich so ein Video mache, dass es ja irgendwie gut performt. Das war so meine kleine Änderung. Und ansonsten natürlich logischerweise immer ein bisschen neue Produkte, die ich gerade im Hintergrund noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, die ich im Hintergrund so ein bisschen aufziehe. Und mein größtes Projekt in der vergangenen Zeit, das muss ich ja den Leuten wahrscheinlich, die es gerade hier gucken, nicht groß erzählen. Ich meine, es ja, kommt ja auf meinem Kanal. Aber mein größtes Projekt war jetzt derzeit die Unlimited Collection, die ich mal rausgebracht hatte. Das ist halt eine One-Shot-Collection, die ich quasi produziert habe, wo ich, das war wirklich mehrere Monate dran gesessen habe. Also da sind in der normalen Version 1200 Sounds drin. Das war für mich eine Herausforderung, weil ich ganz viele verschiedene Sachen abdecken wollte, so vom Klangcharakter. Und ja, das war eigentlich das, was ich so in der letzten Zeit so gemacht habe, ja. Und natürlich auch so die typischen Sachen, ne? Also ein bisschen Aufträge hier und da, immer ganz nett. Genau, das waren eigentlich so meine Sachen. Ja. Da sieht man mal, wie viel Zeit so vergangen ist eigentlich, ne? Weil man jetzt so darüber spricht. Ja, ist eigentlich echt krass. Das ist echt ganz schön krass. Und sogar noch mal krasser, wenn man sich noch mal vor Augen hält, dass wir bald wahrscheinlich, ich weiß, die weiß nicht mehr, wie relevant das für dich sein wird, aber vielleicht für Philipp, dass bald FL Studio 21 vor der Tür stehen wird. Echt? Habe ich jetzt noch gar nicht. Ja, was würde denn dann besser machen? Also in FL Studio? Ja. Es also gibt ich habe ja, Vermutung. Ich habe immer noch eine Version von FL Studio. Ich habe auch sogar die volle Version. Ja, genau. Die ich damals gekauft habe. Naja, es sind ja Lifetime-Free-Updates, also von daher. Genau, von daher kann man natürlich auch. Also, ganz ehrlich, zum Beispiel, das ist auch noch ein Grund, warum ich von FL weg bin. Guter Übergang gerade. Ja, weil ich wahrscheinlich, du hast es ja angespielt, also deswegen muss ich auch noch sagen. Guck mal, zum Beispiel, wenn du Mixmastering machst, ne, du sparst so viel Arbeit mit Ableton, das glaubst du gar nicht. Alleine so Channel-Gruppierung und so weiter. Wenn du zum Beispiel in View-Channel quasi die Channel zusammen quasi klickst und machst Ctrl-J, also Ctrl-G zum Beispiel, sind die automatisch in der Mixer auch gruppiert. Du musst nicht extra in den Mixer gehen und extra so dieser Channel in einem Bass raushauen oder so. Weißt du, wie ich meine? So, das sind so viele Sachen, die du, also du sparst so viel Zeit und ihr wisst schon, Zeit ist schon Geld halt. Ne? Wobei ich sagen muss,
mir ist eine Sache aufgefallen, was viele Leute arbeiten in FL Studio auch nicht effizient. Also es gibt so viele Keyboard-Shortcuts, dass du zum Beispiel Auto-Naming machst bei den Channels etc. Also es gibt so viele Sachen, die sind einfach, ja, man würde jetzt vielleicht sagen, versteckt, klingt immer so wie ein bisschen. Wie ist das jetzt bei FL Studio? Gibt es die Funktion, wenn du zum Beispiel im Session bist, ne? Also Session View? Quasi, also wo du deine Arrangement etc. Arrangement so etc. Wenn du zum Beispiel zwei Linien quasi oder zwei Channels quasi addierst, wird quasi automatisch auch in den Mixer quasi addiert mit einem Bass draus, also gruppiert quasi. Nein, du musst das extra machen. Nee, bin ich mir gar nicht so sicher, weil FL Studio hat das jetzt umgestellt, da bin ich noch nicht so ganz konform. Und okay, laut meinem Wissen gibt es diese Funktion nur bei Ableton, laut meinem Wissen. Aber ich weiß nur, dass es zumindest jetzt neu ist, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, dass man jetzt diese Tracks auch auswählen kann. Also die sind jetzt wirklich auswählbar, wie so eigene Clips, so ein bisschen wie so andere DAWs, sage ich jetzt mal, das in der Regel machen. Ne? Habe ich nur so mitbekommen. Ja, ist ja eigentlich... ist auch wirklich egal, was von dir wen man benutzt. Ne? Also Hauptsache, du kennst dein Werkzeug. Man kann es. Ja. Ich kenne Jungs, by the way, die spielen. Ja, sag mal noch. Ja, erzähl du. Achso, ich wollte nur gerade doch zu FL Studio 21 was sagen. Ja, 21. Ich wollte nur sagen, es gibt eine Sache, die ich schon weiß, die kommen wird. Und zwar, dass man super einfach. Und zwar diese Fade-In-Fade-Out-Option. Also, dass du jetzt beim Audio wirklich flexibel sagen kannst, ich kann mal kurz ein Bild vielleicht reinziehen. Ich weiß nicht, ob das geht. Okay, geht gerade nicht. Also die, wenn man so ein Sample im Sampler geöffnet hat. In der Playlist kannst du quasi Audio-Fade-Out jetzt reinziehen. So ein bisschen wie im Videoschnittprogramm. Oh, okay. Genau, das wäre eine Sache, die kommen wird. Das war irgendwie so ganz groß angekündigt, als wäre es sonst was. Also, die Leute sind da alle eskaliert, als sie gesehen haben, oh, ihr könnt jetzt auf einmal Kurven hier machen. Ja. Also, das war so eine Sache, die ich schon ein bisschen gesehen habe. Ansonsten, guck mal, ich schicke euch mal einfach mal kurz den Link rein. Das ist nicht komplex, das ist bloß dieser Link, wo so ein paar Leaks schon drin sind. Ach so, und Themes natürlich, ne? Also, irgendwelche Designs, die dazu kommen sollen. Wie die aussehen werden, da spekulieren die Leute nur, ne? Also das ist, glaube ich, noch nicht ganz... Achso, man weiß die noch, okay. So richtig sicher nicht, wobei Scott, also der Admin von FL Studio, schon was reingepostet hat, was immer recht zuverlässig ist, weil der letztendlich da der Boss ist so ein bisschen. Ja. Deswegen, wahrscheinlich seht ihr es gerade schon, das ist so die Option, die man so ein bisschen anstrebt, was ich cool fand, erstmal. Ja. Aber ich hoffe, da kommt noch mehr. So, Themes gab's ja auch schon länger, aber das waren irgendwie dann so gecrackt oder was? Ja, genau. Also irgendwie gab's schon so Themes, aber nicht offiziell. Genau. Ich weiß nur, dass auf YouTube haben immer so einen ganz anderen Look von FL Studio gehabt. Mhm. Und dann hieß es immer, dass das irgendwie so eine Cracked-Version ist. Ja, genau. Ich glaube, ich hatte auch mal, als ich am Image-Line-Stand war, jetzt auf einer Messe vor einem Jahr oder so war das, da wurde mir auch gesagt, naja, wenn man ein Theme nimmt, gilt es halt als gecrackte Version und dann sperren die dich auch auf YouTube weg in der Regel. Ja, ja, das ist schon. Wobei ich sagen muss, hier, ich glaube sogar gehört zu haben, wie gesagt, ich ganz dünnes Eis, ein bisschen spekulativ, dass es gar nicht so Themes einzeln geben wird, sondern man so mehr so Optionen zum Customizen hat. Also okay. So ein bisschen, cool. Ich weiß nicht, wer von euch mit Photoshop arbeitet, halt zum Beispiel da, das kann man ja auch einstellen, wie hell die Benutzeroberfläche sein soll, etc. Ja. Ich glaube, sowas könnte das eher sein. Naja, es sind irgendwie immer die Sachen, wo man immer so denkt, ja komm, ist ja egal. Aber es sind so die wichtigsten Sachen irgendwie, die sich alle mal wünschen. Ja. Einfach das so ist richtig. Sache. Genau. Ja, ich sehe gerade, dass diese Funktion, was sie jetzt gerade gezeigt haben, also dass du rechts, links zum Beispiel fädeln musst und so, die Option gibt es seit Ableton 9 quasi. Oh, okay. Nee, Quatsch, sorry. Ableton 10. Ableton 10, war. Okay. Und mit 11 ist natürlich bessere Version dann rausgekommen und so weiter. Ja, verbessert sich natürlich immer, ne? Also ich hoffe auch, dass bei FL Studio irgendwie noch krasse Sachen dazukommen. Ich weiß noch, glaube ich, dass die Plugins noch ein bisschen refreshed werden. Ja, bin schon ein bisschen gespannt, was da so kommt letztendlich. Ja, das ist richtig, aber also wenn ich so überlege, ich wüsste jetzt nicht, was ich mir so denke, oh, das brauche ich jetzt unbedingt noch neu in FL Studio. Also, aber vielleicht ist es dann noch so Zeug, wenn ich es dann habe und dann denke ich mir, krank,
Wie konnte ich das nur ohne machen? So, das gibt es ja auch immer. Deswegen. Ja, eine Sache, die mir immer gefehlt hatte, war eine Zeit lang der Pitch-Shifter, den es ja nicht gab. Das heißt, man musste irgendwie auf irgendwelche Dritt-Plugins, die natürlich waren die immer so Standard, irgendwie so Alterboy oder so, was man halt so kennt. Na, aber gerade jetzt der Pitch-Shift in FL Studio, wenn du den sauber einstellst, klingt ja auch ganz gut. Dann dachte ich so, krass, dass sowas erst jetzt kommt, irgendwie ist so, what? Genauso wie diese Fade-In und Fade-Outs. Es gibt keine sinnvolle Begründung, warum es das nicht schon vor drei Jahren hätte geben können. Ich glaube, FL Studio, wie wird das ja programmiert? Also, ist es ja freiwillig oder wie ist das? Weil du bezahlst nur einmal und du hast quasi für dein ganzes Leben quasi umsonst, ne? Ja, genau. Sind das so Freiberufler, so die ist das nicht, machen? Ich glaube nicht, dass es Open Source ist, also falls du darauf hinaus zielst. Ja, genau, weil ich frage mich einmal, okay, du hast einmal gekauft und dann kriegst du dann halt dein ganzes Leben Update kostenlos, aber wie verdienen die ihre Geld so? Ne? Durch die Masse wahrscheinlich. Ich denke durch die Masse. Ja, ich denke auch. Weil ich denke, vor allem viel Einsteiger gehen halt auch zu FL Studio, weil es ja auch auf YouTube oder so, würde ich jetzt mal sagen, der Großteil. Und so, ja, das war meine Frage, weil zum Beispiel bei Ableton, wenn eine neue Version rauskommt, bezahlst, wenn du erst eine volle Version hast, bezahlst du schon dein 100 Euro oder. Na, bei jeder Software. Euro. Also bei Cubase, halt, glaube ich, auch. Die Leute haben daran gearbeitet und so weiter und so fort. Man muss natürlich auch diese Leute auch etwas belohnen, ja, ist ja klar, logisch. Ja, ich glaube, bei Cubase zahlt man auch irgendwie 100 Euro. Also bei Pro Tools kannst du nochmal schnell monatlich. Zahle ich mehr für Hardware, für Software. Bei Pro Tools. Ja, ein bisschen. Das ist so. Naja. Weil ich sagen muss, Pro Tools, also so für den normalen Home Studio Producer, habe ich da noch nicht einen Vorteil gesehen. Also, wenn ich jetzt wirklich nur im Home Studio drin bin. Und so ein Bluetooth bisschen ist mehr für Sound Engineering ist sehr, sehr interessant, sagen wir mal so. Früher mal so, ne? Aber die Technik jetzt sowieso heute, die ist so krass entwickelt worden, dass eine auch an Software wie Bluetooth ist ganz hinten. Wenn ich Ableton jetzt sehen würde und vergleiche, dann denke ich mir, mein Gott, so, ne? Das ist halt so. Andere Zielgruppe halt. Ich habe mir Cubase quasi nochmal angeschaut. So eine Demo-Version. Ja. Er hat sich ja auch so ein bisschen Sachen so richtig verbessert und so. Ne? Also Cubase hat sich auch die Kurve ein bisschen aufgenommen. Wobei ich noch sagen muss, also ich habe mal Cubase bei so einem Interface dabei gehabt und da habe ich mal gedacht, ja, schaust du mal rein. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich gar nicht damit zurechtgekommen. Woran ich lag sehr es? Also? Die Oberfläche irgendwie. Also ich finde, es ist sehr, also nicht sehr benutzerfreundlich gestaltet. Ja, also so optisch auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht auch einfach, ich muss sagen, das Design fand ich eigentlich ganz okay irgendwie, aber ich hatte nämlich auch mal genau dasselbe wie du, also halt wirklich so eine Demo, nicht ganz Demo, das war so eine Light-Version, sowas ähnliches. Und da ist mir auch aufgefallen, dass es für mich auf den ersten Weg, also wirklich ohne Tutorial zu schauen etc., war es nicht selbsterklärend. Also ich musste schon gucken und dann dachte ich so, ach, warum gucke ich überhaupt? Ich habe eher für Studio kommen. genau. Aber das Ding ist ja so, ihr habt alle mit FL Studio angefangen, oder? Ja. Ich habe mit MuLab angefangen. Okay, aber mit FL Studio, ich meine, das ist wirklich Benutzer sehr, sehr freundlich. Du klickst einen Klick und hast ein Pattern drauf. Du konntest ja quasi mit FL Studio so viel auch schneller arbeiten, quasi für einen Einsteiger, sagen wir mal so, der wirklich nicht so viel mit DAWs zu tun hat und so weiter. Und wenn du einfach einen anderen DAW gehst von FL Studio, dann würdest du immer vergleichen. So. Und das, was du in FL Studio hast, in den neuen DAW, findest du immer kacke. Findest du immer sagen, es ist halt so. Ne? Es war bei mir am Anfang mit Ableton auch so. Ich habe sehr viel mit FL Studio verglichen, so, ne? Bis ich mir einfach nur diesen Gewohnheit einfach nur weggenommen und habe nur das Positive gesehen. Ja, und dann hat es dann Dings. Und wenn ich jetzt bei FL Studio zurückkomme, denke ich mir, okay, wofür soll ich jetzt anfangen? So, ne? Genau das Gleiche, ne? Also, ja, so, es ist halt immer nur, unterschiedliche Programme haben ja auch ihre Vor- und Nachteile, ne? Menschen sind Gewohnheitstiere. Immer. Ja. Ist so. Deswegen ist es, ich denke, es fehlt auch, wenn du jetzt sowieso schon eine DAW hast, die du gut benutzen kannst, dann fehlt, glaube ich, auch so
ein bisschen die Motivation, so eine neue DAW zu lernen. Mhm. Ja, ja. Weil, also wenn man so komplett am Anfang steht, dann hat man ja, dann will man das ja irgendwo auch anfangen. Aber eigentlich hat es ja keinen Nutzen oder keinen großen Mehrwert. Ne? Ja, doch Nutzen, sein. Mehrwert, wenn du jetzt dann umsteigst. So. Außer also, es gibt so einzelne Funktionen, die du halt kann ich ja gut verstehen. Haben möchtest, ich hatte aber das Glück, bei Hofer zum Beispiel, die ganzen Kurse, was man da bietet, da sind auch unterschiedliche DAWs. Ne? Natürlich habe ich mich tierisch gefreut, wenn ich Ableton gesehen habe, aber natürlich musstest du dann halt mit Cubase dich beschäftigen, mit Pro Tools, mit hier, wie heißt das Programm von Macintosh? Logic, ne? Logic. Mit Machine, mit viele Softwares und mit viele unterschiedliche Ranweise, so quasi, wie man arbeitet. Und das ist natürlich, klar, musst du nicht alles eins zu eins übernehmen oder damit auch arbeiten, aber einfach nur zu sehen und zu wissen, ah, okay, das geht so und so und so, das ist eigentlich schon vorteilhaft so. Ne? Ja. Weil stell mal vor, ganz ehrlich, stell mal vor, du bist ja ein guten Producer und du bist in irgendeinem, wie soll ich das sagen, so unterwegs, dein Laptop hast vergessen oder was weiß ich was und der andere Producer nutzt nur einen anderen DAW. Steht man da als Bahnhof, so weißt du, wie ich meine? Vielleicht so einen groben Überblick, ne? So ein bisschen bekommen. Ja, so halt, man muss nicht so alles 100% wissen, aber so ein bisschen teilweise so ein paar Sachen, so muss man natürlich als Musiker oder halt Producer so ein bisschen wissen, so finde ich. Ja, logisch. Ich habe eine Sache, mit der ich sehr gerne sprechen würde. Ja, und zwar, darauf wollte ich eigentlich ein bisschen hinaus. Und zwar geht es um das große Thema Social Media. Und jawohl, ich, man denkt, es ist gar nicht so relevant, aber ich glaube, gerade jetzt so in der heutigen Zeit, es klingt immer so krass, aber ist es halt wirklich, ja, wie wichtig ist das? Das wollte ich euch eigentlich mal fragen, denn ich sehe gerade so bei Philipp, sehe ich gerade irgendwie was mit 1000 Abonnenten, DJ CD sogar noch ein bisschen, irgendwie über 9000 oder so auf Instagram. Und da ich mich jetzt gefragt, dadurch, dass der Podcast ja natürlich auch mal so ein bisschen irgendwo helfen soll, jetzt versetzen wir uns so in die Lage, so nach dem Motto, keine Ahnung, jemand hat seine Beats und die Qualität ist auch gut und er fragt sich jetzt, okay, wie sinnvoll ist es jetzt, soll ich jetzt auf Soundcloud hochladen, soll ich jetzt auf Instagram irgendwelche Sachen hochladen oder soll ich Instagram-Account erstmal großziehen oder so, was sind so eure ersten Gedanken, wenn ihr das hört, was denkt ihr dazu? Willst du anfangen oder machst du? Mach du. Fang du an. Also ich denke, es ist relativ wichtig inzwischen, so auf Social Media präsent zu sein. Einfach weil man da sehr schnell sehr viele Leute erreichen kann. Mhm. Und jetzt vor allem, wenn du jetzt halt irgendwie deine Beats an Mann bringen möchtest. Ich glaube, wenn du das über Instagram irgendwie machst, dann kommst du da schneller an Leute, wie wenn du es jetzt einfach auf Beatstars, deine Beats hochlädst, irgendwie ohne die so groß zu promoten. Ja. Aber es ist halt auch immer schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Instagram eine Werbung sehe von irgendjemandem, der jetzt seinen ersten Song veröffentlicht hat und die meistens dann halt wie heißt das auf Instagram? Also sponsern, also dass es quasi bei anderen Leuten als Werbung angezeigt wird. Ach so, ja. Da habe ich, wenn ich das so eingeblendet bekomme, da habe ich schon irgendwie von Anfang an nicht mehr so Lust drauf, mir das anzuschauen. Mhm. Weil das dann meistens irgendwie sehr aufdringlich ist. Zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also wenn ich da irgendwie so Werbung bekomme, dann kriege ich die sehr, sehr oft. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Was ist für dich der Weg? Also wie würdest du es jetzt sagen, wenn man jetzt wirklich null Abonnenten, quasi sagen wir mal, keine Internetpräsenz in irgendeiner Form hat. Mhm. Ja, also ich denke, auf YouTube anzufangen ist für sowas am besten. Mhm. Man muss sich halt überlegen, okay, möchte ich jetzt einfach nur Type Beats hochladen, wie 20.000 andere Kanäle halt auch schon, oder mache ich irgendwas, um mir so ein bisschen eine Community aufzubauen in der Richtung und dann lade ich da immer zwischendurch meine Beats hoch. So habe ich das zum Beispiel gemacht am Anfang. Ich habe so, als ich mit YouTube angefangen habe, so Instrumentals gemacht von bestehenden Songs, die jetzt halt so nicht so oft gemacht wurden, also die Instrumentals. Okay.
und habe dann da zwischendurch immer wieder eigene Beats reingepackt und auch sehr da kamen smart, halt ja. die Leute dann auch drauf. Genau, man braucht, denke ich, irgendwas, was die was Leute anlockt, was es vielleicht noch nicht überall so gibt, weil es gibt halt schon extrem viel Type-Beat-Kanäle. Deswegen also muss man da sagen, immer schauen, dass man muss es quasi persönlicher erst machen und erst dann ist man relevant, was jetzt gerade in diesem Type-Beat-Game etc. so. Genau, ja. Ja, oder man hat halt sehr, sehr viel Glück. Ja, das stimmt, gibt's auch. Ja. Sadie, wie sieht's bei dir aus? Also, mit YouTube anzufangen, wenn er jetzt in der 90er, also was heißt 90er, so 2008, 2004, 2009 so ungefähr, da mit alleine anzufangen, würde ich auch Philipp auch recht geben. Ne? Mhm. Wichtig heutzutage überall präsent zu sein, sage ich dir, wie es ist, weil die Konkurrenz ist wirklich so groß und es gibt verdammt viele gute Producer da draußen, die richtig verdammte gute Shit machen und auch sehr gute Musik quasi machen, und weil die einfach Mangel an Präsenz sind, die nicht bekannt, Mangel an Präsenz sind ja. die immer noch für 50 Euro Beat quasi zu verkaufen. Also ich, wenn wir jetzt mit heutigen Tagen erstmal reden, ne? Also wir reden von 2022. Du willst damit anfangen und du willst dann Beats quasi so verbreiten und du möchtest dann halt so ein bisschen eine gewisse Publikum haben, so, oder Kunden, die dir oder Künstler, die deine Beats quasi kaufen und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Also Instagram, ja. TikTok, ja. Facebook, ja, egal was von Plattformen, wo Leute drauf sind, einfach präsent zu sein. Aber wenn ich mal kurz einhaken darf, ganz kurz, ja. An der Stelle, ist es dann so, dass du jetzt der Ansicht bist, da war ich mir auch nicht ganz so sicher, sollte man jetzt versuchen, auf allen Plattformen zu sein, nur um da präsent zu sein, oder sollte man quasi, ja, okay, ich mache meinetwegen nur meine Instagram-Stories, bin da aber richtig gut drin und habe quasi da meinen Fokus drauf. Also was ist da der Weg? Also, der Fokus sollte, ich sag's euch, wie es ist, das Fokus sollte überall sein. Also, wenn du das wirklich 100% machst, es gibt Leute, die nehmen Firmen dafür, ja, damit die dann überall präsent werden. Also zum Beispiel, wenn ich Content für YouTube mache, ja, man kann diesen Content einfach überall auch posten, ja, du kannst es in Instagram posten, du kannst es in TikTok posten, du kannst es YouTube, Facebook, überall. Das heißt, du machst dir dann halt quasi denselben Feed oder denselben Dings überall. Warum sage ich das, sage ich euch ganz genau. Wenn du dich heutzutage in eine Plattform einfach nur fokussierst, ja, du würdest dann einfach dich abgrenzen von alle anderen Plattformen. Es gibt irre viele Menschen zum Beispiel bei TikTok, ja. Es wird irre viele Menschen bei... Es gibt Leute, die bei TikTok sind, aber die haben keinen YouTube-Account. Es gibt Leute, die bei Instagram sind, haben die keinen TikTok. Es gibt Leute, die bei Facebook zum Beispiel, so etwas ältere, die haben aber keinen Instagram und haben kein Links. Und diese Zielgruppe, je nachdem, was du für Musik machst, musst du dann abdecken. Was du nicht machen darfst, ja, aggressives Werbung. Wenn du versuchst, dein Shit einfach aggressiv an die Leute zu geben, das ist falsch. Also, du musst natürlich ab und zu mal so Sponsoring machen, klar, aber niemals die Leute whispern, niemals die Leute auf Deutsch, wenn ich so darf, auf den Sack gehen damit. Ne? Das darfst du natürlich nicht. Aber Präsenz, einfach nur, dass da in deinem, weil ich kann dir sagen, warum. Als DJ habe ich die Erfahrung, wenn jemand mich buchen möchte, ja, für seinen Abend oder für seinen Club, Erste, was er sucht, schreibt bei Google DJ Zeddy. Was kommt? Kommt Instagram, kommt YouTube, kommt Dings. Okay, der ist präsent. Dann klickt auf meinen Instagram-Account. Sieht, okay, DJ Zeddy macht Beats, er ist ein DJ, er macht das, er macht dies, er macht jenes. So, der ist auch bei YouTube. Okay, schaue ich mal bei YouTube. Okay, der hat ein paar Tutorials gemacht, er hat das gemacht. Okay, so. Dann gibt es zum Beispiel TikTok. Ne? So, Beispiel jetzt. Ne? So, ich bin nicht so präsent bei TikTok jetzt wie bei anderen Plattformen, aber ich sag mal so jetzt bei Facebook. Je nachdem, weil dann die Leute suchen dich dann. Und wenn die dich suchen, dann sehen quasi, dass du präsent überall. Und das gibt auch den Leuten diese Professionalität, also das Gefühl, diese Professionalität. Und das ist halt das, was man braucht als Künstler. Glaubwürdigkeit quasi an den Menschen ranzukommen.
So, nicht mit aggressives Werbung, weil viele machen falsch. Die hauen sich so viel Werbung rein, dass die dann halt irgendwann mal, wie Philipp gesagt hat, dass man auch gar keine Lust mehr irgendwie das anzugucken. Mhm. Ja. Versuchen zum Beispiel den Content bei Instagram nicht so lang wie bei YouTube zum Beispiel, einfach abzukürzen. Natürlich steckt viel Arbeit drin, aber diese Arbeit wird dich dann halt später für deine Karriere einfach, wird sie sich lohnen. Mhm. Ja. Ich hab und gerade... Ja. Sorry, wenn ja, sag mal gerne. Und sehr wichtig zum Beispiel, immer alle Links quasi mit einblenden. Wenn du bei Instagram bist, möchtest du zum Beispiel bei YouTube die Leute, die von Instagram bei dir in YouTube zum Beispiel ziehen, versuchen zu ziehen so oder andersrum. Ne? Versuchen immer deine Links quasi immer reinzumachen. Natürlich ist immer gut, wenn man eine eigene Homepage hat. Ne? So, weil das zeugt auch von Professionalität. Damit man dann halt das gesamte Content quasi auf einem Haufen zu zeigen, ja. Und das ist halt deine, ja, wie soll ich sagen, also das ist dein Erfolg quasi, wird quasi Stufe für Stufe aufgebaut und nicht von heute auf morgen, sagen wir so. Und das ist leider Gottes die Social Media heute. Früher gab es keine Social Media. Du musstest früher so quasi deine Songs zu Leuten schicken, die vielleicht releasen können. Oder weißt du, wie ich meine? So halt, du hast anderen Wege, die sehr schwer ist als wie heute. Weil heute kann man ganz schnell, man kann sehr viel gute Leute entdecken durch Social Media, wie jetzt damals einmal so. Ne? Mhm. Findest du? Ja, das finde ich ja auch. Philipp? Ja, du zuerst. Nee, ich wollte Tatsache an dich darauf die Frage schon so ein bisschen. Ich habe mir gedacht, weil sie dir jetzt gesagt hat, ja, möglichst, sage ich mal, auf allen Plattformen mehr oder weniger präsent sein. Jetzt habe ich mir gedacht, kann das nicht auch so einen leichten umgekehrten Effekt haben? Also wenn ich nach jemandem google und ich sehe, der ist halt auf allen Plattformen grundsätzlich aktiv, ist es für mich grundsätzlich erstmal, ja, einigermaßen bedeutungslos, mehr oder weniger. Wenn ich dann sehe, okay, der macht auf allen Plattformen sehr guten Content, finde ich das beeindruckend. Aber wenn jemand so halbherzig versucht, ja, eigentlich bin ich auf YouTube aktiv, versuche aber irgendwelche kurzen Clips auf Instagram noch zu haben, um das zu füllen, um da präsent zu sein, finde ich das sogar eher kontraproduktiv. Ja, ich bin da auch eher bei dir, Flo. Also ich denke auch, dass man sich so auf die Hauptplattform beschränken sollte, was jetzt auch so ein bisschen die Zielgruppe ausmacht, logischerweise. Aber ich würde jetzt mal sagen, die wenigsten Leute gehen jetzt irgendwie auf Facebook und schauen da nach Beats oder nach Produzenten, weil da dann doch eher so die Anlaufstelle eher YouTube oder Instagram ist, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Deswegen würde ich prinzipiell auch sagen, ist es wichtig, sich auf so ein, zwei, vielleicht auch drei Hauptdinger zu konzentrieren, anstatt überall irgendwie versuchen, was zu machen. Vielleicht auch so davon abhängig, was man erreichen möchte, oder? Also vielleicht ist es ja als DJ, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus in dem Bereich, keine Ahnung, vielleicht ist es da voll gut, wenn man Facebook hat, weil das wichtiger ist, als wenn man jetzt seine kleinen Type-Beats irgendwie raushauen möchte. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Ja, also. Ja, ich denke auch so, DJ-Sachen könnten vielleicht auch auf Facebook gefragter sein, wenn die Leute halt irgendwie in Partygruppen noch, was weiß ich, irgendwie suchen, ey, guck mal der. Ja, weil stimmt. Ich würde jetzt sagen, so Gruppen oder so Veranstaltungsplanung ist dann doch wieder eher auf Facebook ein Thema als auf Instagram. Würde ich jetzt auch so. Ja gut, bei Facebook, man kann ja auch, wenn du ein Beatmaker bist, kannst du ja auch so eine Gruppe erstellen, wo die Leute zum Beispiel direkte Anfragen schicken oder halt, wie soll ich das sagen? Ich meine, ist ja immer so, wenn du bei YouTube bist, dass man einfach unten einen Kommentar schreibt. Manchmal Leute trauen sich gar nicht, irgendwie öffentlich irgendwas zu schreiben, sagen wir so. Stimmt, ja. Und die wollen natürlich dann halt in eine gewisse Gruppe oder in eine gewisse Whisper. Ne? Es ist ja halt so, je nachdem, welche Zielgruppe so. Ne? Also meine Erfahrung, wie ich euch gesagt habe, und ich bin, Leute, wie gesagt, 20 Jahre im Musikbusiness, also als DJ und natürlich 10 Jahre als Produzent, sage ich euch, es schadet nie.
Natürlich muss alles top sein, also nicht halbherzig, wie du gesagt hast. Ne? Mhm. Also natürlich muss top sein, das Content, aber das schadet nie, überall präsent zu sein, weil da zeugt von Professionalität, finde ich. Weil damit würdest du auch viele Zielgruppen erreichen. So, ne? Also ich weiß zum Beispiel, wo ich bei YouTube quasi lange keine Video mehr hochgeladen habe. Ich habe so viele Facebook-Nachrichten bekommen. Ich habe so viele Instagram-Nachrichten bekommen. Ey, Sadi, wo sind deine quasi Content? Wo sind die Videos? Wir wollen wissen, wie man das macht oder dies. Die fragen mich wegen Vokale. Wie hast du dein Vokal mit deinem Bruder so hingekriegt? Wie das anhört und so weiter. Mhm. Also es kamen viele Fragen nicht in YouTube, weil viele schämen sie sich dann halt eine Frage darzustellen. Ist leider so. Ja, ist ja auch nicht immer privat. Ne? Ja. Wie bitte? Ja. Genau. Nee, ich meine, du bist ja auch öffentlich, ne, in dem Fall dann. Genau, aber fragen dich privat so, ne? Und das finde ich so, du würdest dann halt deine Community, wenn du so machst, du wirst sie einfach an dir nah haben, so nah wie möglich haben. Und dann finde ich so halt Facebook oder Instagram ist es sehr, sehr praktisch, was sowas angeht, so, ne? Mhm. Ist ja klar, was du nicht machen darfst, wenn du bei Instagram bist oder bei TikTok oder bei anderen Plattformen, dass du einfach die Leute einwisperst. Gut, deine Freunde, ja, die Leute, die du persönlich kennst, ja. So wie wir jetzt zum Beispiel, wenn du mal was machst und mir schickst oder ich oder Philipp, das ist was anderes, als wenn so zum Beispiel jemand, die du vielleicht Hallo gesagt hast da im Bahnhof, den kenne ich, habe ich irgendwo mal gesehen, aber ich schickte dir eine Freundschaftsanfrage und dann nach nächste Woche bombardierst du eben einfach nur mit irgendwie so, vielleicht interessiert sich gar nicht irgendwie für diese Musik, ja. So, wichtig ist ja auch, ich sag's euch, ich meine, es ist wichtig immer so, eurer Zielgruppe zu filtrieren, versuchen. Dass es schwer ist, ich weiß, dass viel Arbeit darin steckt, aber es ist wichtig zum Beispiel auch so eine, kennt ihr diesen, wenn ihr eine Homepage habt, dass ihr eure E-Mail da eingibt, aber dann kriegt ihr dann halt, also zum Beispiel, du hast ein Beat oder 3 oder 4 Beats umsonst, Leute können runterladen, nur wenn die ihre E-Mail geben, zum Beispiel. Genau. Das ist auch der größte Mist, was man machen kann, weil da kann der Schuss nach hinten laufen, weil ich meine, okay, der interessiert sich jetzt für 2 Beats umsonst, der freut sich voll, aber dann wird er dann immer Spam bekommen und wird sich für diese Spam nie interessieren, so, ne? Mhm. Also diese E-Mail sammeln, das ist auch so ein Shit. Hast du damit Erfahrungen wie Philipp? Also hast du schon mal irgendwie sowas in der Art gemacht oder? Oder glaubst du, sowas funktioniert oder wie ist da so deine Ansicht? Also jetzt so, wenn man irgendwo seine Mail angibt und dann ständig irgendwie durch einen Newsletter, den man nicht mal irgendwie abonniert hat, Zeug zugeschickt bekommt, das nervt schon. Genau. Also ich, das ist bei, ihr kennt das wahrscheinlich, Cymatics. Ja. Ja, oh, ja, stimmt, Cymatics. Ja, bei Cymatics haben auch. Haben teilweise echt gute Sachen so, also ich sage jetzt nicht, dass die Sachen, die sie machen, schlecht sind, ich benutze sie auch selbst, aber so, wenn ich also auf meine E-Mails schaue und dann ständig irgendwelche E-Mails bekomme von, ey, jetzt heute 10 Euro Discount oder sowas, genau, dann, also das nervt uns schon. Ja. Aber es geht noch besser, noch besser ist für mich immer Waves, weiß nicht, ob ihr da, also Waves kriege ich auch bestimmt, lass mich nicht lügen, einmal am Tag, morgens und abends. Kann das sein oder ist das übertrieben? Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber bei Waves kriege ich, also wenn ich durch meine E-Mails durchgehe, habe ich überall immer Waves. Ja, bei mir auch. Immer, also wobei ich sagen muss, Waves, da gibt es jeden Tag was zu feiern. Also die haben jeden Tag einen Anlass. Also ganz ehrlich, Waves ist echt verdammt gute Plugins. Also ich liebe Waves. Waves, die sind echt gute Plugins. Die sind auch richtig gut gemacht, finde ich. Auch von, vor allen Dingen diese ganzen Emulatoren und zum Beispiel, ne, Saturation von 1980, die hören fast genauso wie die originalen Maschinen. Die Distortions, die sind alle verschiedene. Das ist wirklich eine große Welt. Ich finde, Waves macht gute Arbeit. Aber seine aggressive Werbung, das, was ihm einfach den Genick bricht, so, ne? Und das ist halt too much. Ich bekomme von Waves oft mal
ich habe mich nie für Influencer quasi mich beworben bei denen oder so, aber ja. Ich kriege immer Anfragen, ob ich für den Artikel quasi bei meinem YouTube-Channel irgendwas demomäßig machen oder so, weißt du? Mhm, verstehe. Habt ihr sowas gehabt? So, ja, so, ja, so, habe ich auch schon E-Mail? Bekommen, habe ich auch schon bekommen. Ja, und ich habe mich aber dafür nie beworben, so, und wenn ich ganz ehrlich, also das ist irgendwie lästig so, ne? Und ich habe das natürlich auf Spam einfach nur weitergeschoben, weil ich dafür nicht interessiert bin. Aber trotzdem bekommst du das fast täglich so, ne? Also das ist ja, schon. Ich meine, wir wissen alle irgendwie, dass der keine Ahnung, Kompressor von Waves, der 29,99 € kostet, niemals, wie es immer da steht, 250 € gekostet hat. Ja, so, ja, wobei ich immer ein bisschen denke, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich habe ja auch schon mich mit dem Thema mal ein bisschen auseinandergesetzt und drüber nachgedacht. Ich dachte so, eigentlich sind so eine Rabatte für mich irgendwie so ein bisschen, er soll jetzt gar nicht so abwertend klingen, aber ein bisschen verarschen, weil ich denke immer so, denn ja, es logisch, ist ja, logisch. Ja, es ist, klar. Ich weiß, die machen auch wahrscheinlich sehr gute Plugins. Ich habe auch ein paar von Waves, jetzt nicht irgendwie alle, die ich jeden Tag nutze, aber durchaus auch ein paar. Und ich denke dann immer so, ja, vielleicht gibt es ja Leute, die jetzt nicht so da drin sind und immer nach solchen Sachen Ausschau halten, sondern die sich wirklich denken, Alter, übertrieben guter Deal heute mal, was für 20 € abgegriffen oder so. Wobei du übers ganze Jahr, also ich habe noch nie ein Waves-Plugin gesehen, was ist, ich glaube, da habe ich mal sogar mal so einen Post gemacht, ich habe noch nie ein Waves-Plugin gesehen, was nicht im Sale war. Also komplett im Normalpreis, ja, 120 € oder so, habe ich noch nie gesehen. Ja, und das sind auch bei Waves zum Beispiel jedes Jahr, also jede 2 Jahre oder jedes Jahr musst du natürlich auch ein Update-Gebühr, wenn du dann updaten möchtest. Aber muss das man hat ja nicht, mich oder? Ein bisschen genervt. Muss man nicht natürlich, ne? Mhm. Aber das hat mich einfach nur ein bisschen genervt, so, weißt du, das ist so halt, ich habe ja zum Beispiel im Bereich Vocal so ein paar Kompressoren, die wirklich sehr, sehr gut sind. Mhm. Also zum Beispiel Primper, musstest du eigentlich keinen Primper haben, um aufzunehmen. Das reicht so ein Wave-Plugging. Das was meinst genau du, wie heißt das Plugging? Ich habe es gerade nicht ganz verstanden. Primp-Plugging ist das. So ein Primp-Plugging. Okay. Ich habe den Namen jetzt nicht so auf dem Kopf. Aber warte, ich gucke erstmal schnell auf. Achso, meinst du ein Preamp? Oder was meinst du? Preamp, ja, ja. Genau. Ah, okay. So ah, Preamp. Ja, ich hab auch aber das heißt ja so Primp, ne? So auf dem der Preamp zum Beispiel. Und da sind ja auch so, wenn du den Original. Achso, by the way, ganz kurz, ich muss kurz noch anmerken für Leute im Podcast. Falls einer von euch das nicht weiß, also Preamp ist einfach nur ein Vorverstärker. Also nur ganz genau, kurz. Genau, Vorverstärker vom Mikrofon. Genau, richtig, ja. Nur damit so, es alle quasi auf demselben. Ne, so genau, wenn du zum Beispiel dieser warme Sound haben möchtest von gewissen Hardware, Wave hat so ein Software, der diesen Wärme gibt. Ohne diesen Hardware zum Beispiel. Ne? Mhm. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die sind wirklich gut, sagen wir mal so. Aber wir haben natürlich über diese aggressive Werbung. Also auch du als Producer, du darfst niemals aggressiv werben, weil das kann wirklich nach hinten gehen. Und ist auch nicht der Vibe, den man irgendwie haben will, finde ich. Also gerade genau, in dieser genau. Szene oder so. So. Philipp, wie hast du dich so, wenn ich fragen darf, ich sag mal, vermarktet? Also wie. Ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen vermarktet, weil meistens basiert es ja mehr auf Connections und weniger auf wirklich eigentlichem Marketing, aber vielleicht auch jetzt für jemanden, der jetzt nicht irgendwie direkt instant eine Connection hat oder so. Was sind da so für, was gibt es ja, da also, für Möglichkeiten? Also wie gesagt, ich habe es halt bei mir so gemacht, dass ich so bekannte Songs genommen habe. Jetzt damals waren es überwiegend und auch heute noch überwiegend so Alligator und Trailer Park Instrumentals. Und genau, dann hatte ich halt irgendwann, als ich so dann immer mehr eigene Beats gemacht habe, hatte ich dann halt eigentlich sehr viel Glück, wenn man so will, dass halt dann die zwei Künstler auf meinen YouTube-Kanal gekommen sind und dann halt einen Song damit gemacht haben. Und so hatte ich eigentlich gar nicht so lang viel Probleme damit, irgendwie meine Beats an Leute zu bringen. Vor allem, weil ich dann halt auch jetzt speziell für Kaffa und Effendi nur gemacht habe. Also, weil ich halt sehr die Musik feiere und auch eigentlich nicht so den Drang danach habe, irgendwie mit möglichst vielen, möglichst großen Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich dann halt einfach die Beats hinsende und dann machen die so einen Song, aber es passiert irgendwie keine
Kommunikation mehr drum. Ist, wie ist denn das bei dir? Also halt kommuniziert ihr Tatsache, ja, klingt jetzt so krass, aber also ihr seid im direkten Austausch oder gibt es irgendwie noch so eine Vermittlung? Genau, ja. Irgendwie so? Nee, das ist direkt ein direkter Austausch, genau. Und das finde ich halt auch sehr viel besser auch für die Musik, die man macht, wenn man ja so auf einer Augenhöhe miteinander kommuniziert, 100%. Anstatt so, ja, ich bin, und nicht halt so, ja, ich bin der große Künstler und ich möchte jetzt einfach nur deine Beats, und dass man da irgendwie abgezogen wird, weil es heißt, ja, wenn ich den nicht so und so für so und so viel Geld kriege, dann suche ich mir halt einen anderen Beat, so mäßig. Das ist halt, glaube ich, auch sehr gängig, so in Deutschland, denke ich jetzt mal. Nicht nur in Deutschland, es ist überall so. Ist überall so. Ja. Ich habe noch eine Sache, mit der ich über euch sprechen wollte. Das ist eine Kleinigkeit. Und zwar hatte ich jetzt ja schon, Philipp hat das ja bei sich schon ein bisschen angeteasert. Und zwar, du hast bereits Instrumentals gemacht. Und nehmen wir mal an, du hättest nicht, sage ich mal, hättest vielleicht nicht die Connection gehabt, sondern hättest das jetzt weitergemacht. Dann hättest du ja für dich irgendwie so eine Art Nische gefunden. Ne? Jetzt würde ich aber behaupten, dass es auf YouTube schon extrem schwer ist, irgendwie da noch eine Sache zu finden, die nicht so wirklich abgedeckt ist, was jetzt das ganze Beat-Game irgendwie angeht. Was würdet ihr denn denken, was ist denn ein guter Moment oder ein guter Move, wie man dann ja irgendwie so eine Nische finden kann, dass ein Leute sehen, weil ich muss ehrlich zugeben, ich weiß selber nicht, was ich jetzt genau machen würde, wenn ich jetzt nur Beats verkaufen würde, weil ich mich darüber noch nie so Gedanken gemacht habe, weil ich ja irgendwie immer meinen Weg gegangen bin und ich dachte dann so, ja, was wäre eigentlich, wenn ich nur Beats gemacht hätte? Und ja, das... Was glaube ich noch ganz eine ganz gute Methode ist, ist so Samples einfach nur auf YouTube hochzustellen und dann so Sample Packs anzubieten, weil ich glaube, das ist noch, also da ist der Markt, sage ich jetzt mal, noch nicht so überfüllt. Also es gibt zwar schon viele Leute, die rein Samples machen, aber nicht so viele Leute, wie die rein Beats machen. Und ich glaube, da kommst du auch schneller an Leute, die halt vielleicht schon andere Connections haben, bisschen größere, weil die dann halt mal so schauen, okay, was geht auf YouTube ab? Dann klicken sie sich da ein bisschen durch. Genau, deswegen glaube ich, so Samples, gute Samples machen und vielleicht auch so Videos dazu machen, die, wie man die Samples macht, also so ein bisschen noch seine Persönlichkeit mit reinzubauen und sich halt so ein bisschen eine Marke zu schaffen, sage ich jetzt mal. Sehr cooler Ansatz, Wäre das, glaube ich, noch ganz gut. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, YouTube ist jetzt voll mit Beats und wie ihr gesagt habt, ne? Das Ding ist ja so, was viele vergessen, du musst dich immer den Platz nehmen von den anderen haben. Also das heißt, du bist jetzt Producer, du willst ja deine Musik ein bisschen verbreiten, du willst oder Leute so halt was beibringen und wissen jenes, aber ihr vergisst immer so, okay, die erste Frage, wie fühlt man sich, wenn man gar keine Ahnung von Musik hat? Also wie viele Leute wollen jetzt Musik lernen oder Producer werden? Wie fühlt man sich? Was sind die Fragen so, ne? Was hilft mir, damit ich dann halt meine Musik quasi zu machen, oder was hilft mir, damit ich auch so gute Qualität quasi zu machen? Das sind so viele Fragen, muss man erstmal hinstellen. Natürlich, es gibt für diese Fragen genug Antwort in YouTube, das sage ich ja nicht. Aber meiner Meinung nach, du kannst Sample machen, wie du möchtest, du kannst Beats machen, wie du möchtest, du kannst Videos machen, wie du möchtest, wie du die Leute beibringen wirst, wie man Kompressor nimmt, wie man was macht. Das Ding ist aber so, es sind zu viele Videos, teilweise auch, nachdem ich mein Hofer-Studium fertig gemacht habe, teilweise sind es auch so viele Videos, die richtig grob und schlecht in YouTube, wo du denkst, oh mein Gott, was labert der, was sagt der, das ist komplett falsch, was er das die Leute jetzt erzählt, sei mal so jetzt, ne, auf diese Art und Weise. Aber meiner Meinung nach, Vlogging, das ist das Geilste, was du machen kannst, um erstmal Leute ranzukommen. Vlogging von Art und Weise, also du machst dann halt Vlogs, so wie jetzt zum Beispiel viele größere
YouTuber in dem Musikbusiness machen, die immer noch ihren Vlog bis heute, und die sind immer noch erfolgreich. Ja, du meinst jetzt quasi so Vlog in Kombination mit einem Mehrwert, mit in dem Musik, Fall zum Beispiel genau, was Produktion du im Studio so, machst, ja. Samples zum Beispiel, heute nehmen wir Samples dies und Projekte starten. Projekte zum Beispiel, wenn du genug, zum Beispiel bei dir, FL Flo, du hast ja genug Community in YouTube. Und würde ich dir raten, so halt Projekte zu starten mit den Leuten. Zum Beispiel, wie nehme ich zum Beispiel eine Idee von Philipp, du hast ein Sample, den Sample lässt du eine Woche quasi für die Community und dann hörst du dir dann deren Lied mit diesem Sample und dann über, ne, und dann gibst du so ein bisschen Gewinne, so, wer was gewinnt zum Beispiel, der beste Beat gewinnt zum Beispiel ein Klavier oder so. Man muss was investieren, um erstmal einen gewissen Start, also eine Status quasi zu haben. Ist es halt so. Heutzutage, leider Gottes, kommt nichts für nichts. Ne? Dann durch das Vlogging werden die deine Community bei dir, also die werden dich auch fühlen, wie du Musik machst, was du machst zum Beispiel. Ja. Du kannst ja zum Beispiel während dem Vlogging, okay Jungs, eine Zeitreise. Das ist natürlich, das sind zu viele Ideen, ja. Es ist einfach zu labern, ne? Aber zu machen natürlich auch ein Stück Arbeit. Auf jeden Fall, klar. Ja. Wir gehen zum Beispiel in die 80er. Welcher, ne? Was haben die in den 80er genutzt? Dies, das, ein bisschen Stories erzählen, so die Leute ein bisschen animieren zum Beispiel. Es gibt Leute zum Beispiel, die fangen mit Musik an und dann irgendwann mal sagen, oh, das ist mir viel zu schwer, ich höre damit auf. Hast du gleich verloren, ne? Aber wenn du ihm immer so motivierst und immer auf Neues, so zum Beispiel, wenn du ein Video jeden Samstag, wie du machst, quasi dafür ein bisschen Motivation in die Leute bringst, so ein bisschen Aufbruch, ich glaube schon, dass du auch mit deinem YouTube-Kanal viel erfolgreicher wirst, wie jetzt zum Beispiel jemand, der Tutorial zeigt oder jemand, der Beat macht oder jemand, der Sample macht. Weil dann hast du in dem Moment quasi die Leute in ihren Herzen quasi beobachtet. Also im nicht auf falscherweise, nein, auf richtigerweise, weil du zu deine Leute bist du natürlich auch ehrlich und direkt. Und natürlich, wenn du auch Beats bewertet, ja, also wenn die dir Beat schicken und du bewertest das, ne, mit dem Sample, was du dir denen gegeben hast, du musst natürlich knallhart sein. Du musst nicht sagen, ja, das und nein. Du musst ihm quasi die Wahrheit sagen, damit er besser wird. Natürlich gibt es Leute, die werden sagen, ah, ja, der hat mich fertig gemacht, dies, das. Aber ganz ehrlich, es gibt genug Leute da draußen, die sagen, weißt du was, FL Flo hat die Wahrheit gesagt, ich muss mich verbessern, ich muss mich besser machen. Und dann hast du die Leute mehr gebunden, ja. Ich meine, man kann ja auch Kritik und so, kann man ja auch ganz, also mache ich ja eigentlich auch immer, wenn irgendwas, wenn du Kritik kommst, Anmerkungen habe, ne, kann man ja auch lieben. Ja, aber das machen viele. Das ist das Problem. Das machen viele. Und deswegen, wenn du manchmal harte Kritik, guck mal, ich nehme an Tita Bull. Du lachst. Ja, Dieter Bull ist ein harter Kritiker, aber durch ihn ist DSDS einfach in die Decke gegangen. Sobald Dieter Bull nicht mehr da ist, guckt kein, ich will jetzt nicht hier fluchen, kein Mensch mehr DSDS so gesehen. So, weißt du, wie ich meine? So, das ist halt die Marke, ja. Ich meine, du musst einfach nur ehrlich zu deinen Leuten. Ehrlich und direkt. Wenn er scheiße ist, dann ist er halt scheiße. Ganz einfach. Es nutzt nicht, rum zu reden. Das habe ich ja auch gemacht, ne? Ich habe manchmal so, weil ich die Leute im Livestream nicht verletzen wollte, quasi rumrum geredet so und versucht dann halt, nein, falsch. Das ist der falsche Politik. Wir haben genug Politiker da draußen. Die Leute wollen die Wahrheit ins Gesicht haben. Die werden vielleicht ein bisschen angeknickt, aber später kriegen sie hin. Wie kriegen die sich hin? Wenn du die später auch motivierst. Aber du bist ehrlich zu dir. Und Leute mögen ehrliche Menschen. Und Leute werden ehrliche Menschen sehr gut schätzen. Und die werden diese ehrlichen Menschen immer zuhören und immer versuchen, quasi zu machen, was sie auch natürlich sagen. So, auf Thema Musik jetzt rede ich, ne? So, und für meine, ich habe mit YouTube zum Beispiel ein bisschen aufgehört. Ich werde natürlich mit YouTube auch weitermachen, wenn ein bisschen Arbeit ein bisschen runterkommt. Aber ich habe mir auch natürlich viele Fehler gemacht bei YouTube, weil ich habe versucht, quasi einfach politisch korrekt zu sein. Nein, manchmal musst du hart sein, damit dann halt das Ganze Hand und Fuß hat, so. Ja, und du würdest nur gut und du würdest dich nur verbessern, wenn Leute dich hart kritisieren, weil dann erst würdest du dann halt an dir dran arbeiten und besser dran arbeiten. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ist es halt so, ne? Also Vlogging, was Musik angeht, ich glaube, das ist der beste Weg, weil dann hast du dann deine Leute quasi mehr.
an dir. Du kannst mit Leuten Storys erzählen, du kannst viele Sachen, du kannst auch Livestreams machen. Das machen auch viele große YouTuber in dem Musikbusiness, könnt ihr auch sehen, so, ne? Also ihr könnt ja bei YouTube zum Beispiel ein bisschen analysieren, dann wirst ihr sehen, wie ihre Content dann quasi machen, so, ne? Und natürlich kannst du natürlich variieren, so ein Sample, vier, wie wir es gemacht haben mit dem anderen Producer, genau, so. Aber mach nicht mit dem Producer, mach mit deiner Community zum Beispiel. Du suchst dir so vier Leute, die dir ein paar Beats machen und könnt ihr natürlich das machen. Die schicken dir das, die Beats quasi, du hörst es zu, ne? Und so weiter und so fort. Ja. Die müssen auch nicht in dem Video dran sein oder so, ne? Aber so halt auf diese Basis so halt, ne? Verstehe schon die Grundlage, ja. Genau, so. Philipp, was ist deine Ansicht? Ja. ich war nur kurz. Ja, aber letzte Wort, sorry, wenn ich unterbreche, letzte Wort. Aber einfach nur hinzustellen, Tutorial zu machen, das machen viele. Und du würdest auch damit gar keine Chance haben, ist halt so. Ende. Ja, Philipp, was denkst du denn? Ach so, ja, also ich finde es eigentlich auch den Ansatz ganz gut mit der, so auch mit seiner Persönlichkeit irgendwie so die Leute an sich zu binden. Weil wenn die Leute dich mögen, dann kommen sie halt auch immer wieder so zurück, um zu schauen, was du gerade machst. So. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht jeder so dafür gemacht, so vor der Kamera irgendwie zu stehen und die Leute so direkt zu unterhalten. Deswegen, aber für die Leute, die so generell so auch offene Persönlichkeiten sind, würde ich das auf jeden Fall auch unterschreiben, so wie du es gesagt hast. Ja, aber die Idee mit dem Sample ist echt gut. Also fand ich die Idee auch sehr nice, also wie du das jetzt rausgeschildert hast mit dem Samples und so. Das ist auch eine sehr gute Idee, so, ne? Wir hatten tatsächlich sowas Ähnliches. Ich weiß nicht, ob ihr das beide mitbekommen habt. Wir haben gemeinsam mit Jannix und Edward Sauer haben wir zusammen einen Beat-Contest gemacht. Und da haben wir quasi auch ein Sample reingeworfen mit Stamps. Und dann haben quasi auch mehrere Leute, also wirklich, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Einsendungen wir hatten. Wir haben auf jeden Fall Stunden reagiert da drauf. Also so ein richtig XXL-Video. Haben natürlich auch so ein Best-of gemacht, so damit das auch für die einfachen Leute, die jetzt das wirklich nur kurz schauen wollen, zugänglicher ist. Aber das fand ich auch so, das war so verrückt, weil wir haben uns wirklich den Tag dafür irgendwie Zeit genommen, den Mittag, Nachmittag irgendwie. Und dann irgendwann um 1 Uhr, 2 Uhr nachts waren wir dann fertig. Ja. Und das war so krass. Irgendwie extrem cool. Gesehen, ja, genau, ja, genau, da haben wir sogar auch noch Sachen gesponsert bekommen, so als Gewinn, so als kleinen Anreiz. Von Isotope haben wir was bekommen, von noch anderen Sachen. Also es war wirklich eine coole Sache und da ist mir wieder aufgefallen, wie einfach Leute sich irgendwie, weiß nicht, das ist irgendwie so, wie sich Leute so motivieren dann auf einmal und zack, hier schicken wir es ein und schnell noch ein Beat bauen und es ist irgendwie einfach mal eine ganz andere Sache gewesen, ne, so. Das ist schon verrückt. Ja, das. Ja, und da freut man sich ja auch als Teilnehmer auch extrem, wenn man dann so in so einem Video zum Vorkommt. Ich meine, ich habe so am Anfang, so in dem ersten Jahr oder so, habe ich auch immer so Live-Reactions oder so, habe ich mein Zeug eingeschickt und da war ich dann auch immer ganz aufgeregt, wenn das dann da dran gekommen ist. Deswegen, also das ist schon cool. Ich habe so für damals, wo Timberland quasi die seine Reaction gemacht hat in Twitch. Hast du was eingeschickt? Ja, ich habe eingeschickt, Bruder. Und? Der hat mich einmal richtig auseinandergenommen, wie grob schlecht ist das, ohne Witz. Ja, eine Woche später habe ich quasi einer meiner besten Beats zugeschickt, Bruder, hat das gefeiert. Ich habe den Video immer noch. Er hat das gefeiert, so, ne? Ja. Das ist so krass, Alter. Das ist so, wenn ein so ein Timberland, der wirklich dein Beat feiert, dann fühlst du dich dann natürlich gut, ne? Aber das war ja auch der Grund, warum ich in der Sound-Ingenieur-Schule gegangen bin, weil seine Ansage war damals, meine allererste Beat, was ich geschickt habe, das Mixing war grob und schlecht, ja, das Mastering ist eine Katastrophe, so, weißt du, wie ich meine, so, und das ist für mich, ist es ja, siehst du, der war hart zu mir, ne, und das hat mich einfach nur eingebissen, habe ich gesagt, okay, ich muss halt an meinem Maximum geben und dann bin ich zu Mix Mastering Schule, also Ingenieurschule, also für Sound Ingenieur, Soundtechnik Schule gegangen, damit ich dann halt meine Fehler oder meine Sachen quasi besser mache. So, wenn er gesagt, Sedi, es ist gut, aber ja, kannst du besser machen, dann hätte ich nie mal die Idee zu Sound Ingenieur zu gehen, sagen wir so jetzt. Weißt du, wie ich meine, so? Das ist halt so Fakt, ne?
dass man manchmal hart muss sein, damit man dann halt, damit auch seine Community besser wird, ne? Ist so. Ja, und der zweite Beat, eine Woche später, aber der Beat habe ich ja selber gemacht, aber Mix Mastering hat ein Kollege von mir, ne? Und das hat es gefeiert, so, weißt du? Und das war für mich einfach nur ein Punkt, wo wir sagen, okay, Sadie, du weißt ganz genau, was du tust. Das war, weiß ich nicht, vor zwei Jahren, vor Corona. Das war vor drei Jahren oder so, da, wo er das gemacht hat. Krass. Und da war für mich wirklich ein Punkt, wo ich mir sage, okay, Junge, ganz ehrlich, wenn einer wie Timbaland sagt, grottenschlecht, dann weißt du ganz genau, wo der Fehler jetzt liegt. Yalla, gib ihm. So, weißt du? Ja, und wenn er sagt, es war 1A, dann gleich Job kündigen. Gleich Vollzeit-Producer. Ja, naja. Timbaland gesagt. Obwohl, wirklich, also ich bin so ein Mensch, ich mag Kritik, weil durch Kritik werde ich immer besser und durch Kritik werde ich dann halt, ich werde mich dann halt versuchen, besser zu machen, so, ne? Es ist so. Also ich sehe Kritik niemals als negativ. Niemals. Also wer mich kritisiert, dann liebe ich ihn einfach so, weil ich weiß, okay, könnte ich besser machen, könnte ich viel, viel, viel besser machen. Er versucht mir die Augen aufzumachen, so, weißt du? So. Ja, Jungs, 2028. Ich weiß nicht, habt ihr noch Themen oder? Es ist Tatsache, bei mir wollte ich jetzt auch so langsam, auch wenn ich mit euch ja noch wieder, wie immer natürlich, ne, Stunden diskutieren könnte. Nee, also es ist natürlich immer eine spannende Sache, deswegen würde ich auch langsam sagen, damit wir nicht die Spannungskurve verlieren. Ja, also für die ganz Leute, ehrlich, ne? ich mach das gerne hier in dem Podcast. Klar, mit FL Flo und auch mit Philipp. Ich finde es aber die Diskussion sehr nice, weil ich bin eine Generation weiter wie ihr, ne? So, bisschen so, ne? Und ich finde es immer spannend, wie ihr so halt so denkt, so. Ne? Das ist so, für mich ist es ja auch so eine Sache, so, ich habe einen Sohn, der ist 13, ne? Und ich finde immer spannend, so einfach nur die andere Generation, wie die denkt, so, ne? Und wenn man zum Beispiel gegenseitig auch hilft, also das heißt nicht, was ich sage, es ist 100% richtig, ne? Also zum Beispiel, wenn Philipp ein paar Sachen sagt, ich sehe ein, dass er recht hat, so, ich sage mir, ja, das stimmt, da hat er recht. Oder FL Flo genauso, ne? Das ist einfach, ist ein alter Unterschied zwischen uns, aber trotzdem, die Themen sind sehr, sehr gut strukturiert und auch stabil kommuniziert, sagen wir so jetzt, ne? Ja. So, und das finde ich sehr, sehr nice, also das, das macht mir viel Spaß, so also hier im Podcast. Auf jeden Fall. Gleichfalls. Philipp, kann ich unterschreiben. Hast du noch abschließende Worte? Nee, bis auf, hat mich sehr gefreut, mal wieder dabei zu sein. Nee, aber ich finde, ich kann da Sadie voll und ganz zustimmen. Das ist auch nice, mal so die Sicht von jemandem zu hören, der jetzt schon so extrem lang da dabei ist. Ich meine, das ist ja, das macht ja schon einen sehr großen Unterschied, denke ich, wenn man jetzt der erst jetzt frisch eingestiegen ist, beziehungsweise es vielleicht jetzt 3-4 Jahre macht oder jetzt auch schon, wie seit die, schon 10-20 Jahre. Und deswegen ist es immer nice, sich da mal ein bisschen auszutauschen, weil man lernt in der Hinsicht sowieso nie aus, deswegen ist immer gut. Ich wollte gerade sagen, so ganz, andere Epochen, wollte ich gerade schon fast sagen, durchlebt. Ja. Also so andere Zeitabschnitte einfach, wo die Technik halt auch anders war und so. Deswegen. Ja. Aber es gab auch Sachen, die ich auch von euch gelernt habe. Es ist ja nicht so der wirkliche, so ohne Witz. Also es gab ein paar Sachen bei der Ansichten auch, ein paar Ideen so, wo ich ja gesagt, ey, die Jungs haben echt recht, ne? Also Hut ab. Ja, ihr lacht, aber ist so. Man soll auch die Wahrheit sagen, ne? Ist es halt so. Ja, man lernt irgendwie gegenseitig voneinander. Deswegen ist es ja auch ein cooler Austausch hier in so einer Runde. Ja. Und, also, was nehmen wir mit? Alter macht keinen Unterschied, Erfahrung macht auch keinen Unterschied, also man könnte auch immer gegenseitig lernen, immer, auch wenn man Anfänger ist, wenn man 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, also Musik kommt vom Herz, Leute, ihr müsst eure Herz hören und einfach machen. Übrigens, als einzige Motivationssatz, den ich noch jedem Einsteiger geben könnte, ihr habt noch keine Routine im Workflow, ihr seid noch komplett frisch. Das heißt, ihr seid nicht irgendwie eingebissen in irgendwas, sondern noch vielleicht voller Ideen oder irgendwelchen Sachen. Deswegen nutzt das, setzt das gerne um mit Hilfe von irgendwelchen Tutorials etc. Und falls ihr Hilfe braucht, denke ich, könnt ihr zumindest mich, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber auf jeden Fall könnt ihr mich immer zu 100% kontaktieren und irgendwie helfe ich euch auch gerne mal weiter. Oder auch gerne mal über Discord oder so, falls ihr da irgendwas an Unterstützung braucht. Und
dann würde ich sagen, falls ihr nichts mehr zu sagen habt, danke für die angenehme Folge. Erstmal an euch auch natürlich, ne, ganz klar. Danke für die Einladung. Immer wieder so, gerne. Du bekommst den Scheck von mir dann, ne, später. Genau, richtig. Geld regiert die Welt. Nee, macht euch noch ein Wort, was ich rausgehauen habe. Was? So. Was? An den netten Worten, was ich hier rausgehauen habe. Ach so, ja. Musst du mich bezahlen, Bruder, was ist los? Ich schreib noch Rechnung, ne? Ja, Mann. Ja. Nee, lieber ja, Bar, bitte. Meine ja. kommt dann auch per E-Mail. Bar, okay. Per Brief. Nee, dann, okay. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und dann würde ich sagen, an die Zuschauer, macht's gut. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Podcast-Folge hier zu dritt gemeinsam wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ihr seid verrückt.